Schnell, 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 Yoshi. Oh nein, immer diese rote Panzer. Kurz vor dem Ziel, nicht schon wieder. Oh nein, Toad überholt uns. Das wird knapp. Kartstastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Mario Kart 8 Deluxe hier auf Katze mit dem Sterncup am Sonnenflughafen 50er Motorklasse. Und ihr kennt das Spielchen bereits aus den letzten Folgen. Ich werde ein bisschen für Chaos und Unfug sorgen und naja, mich ein wenig umschauen hier mit Yoshi in seinem Turnschuhauto. Hallo, hallo, ich reise, ich mache eine Reise. Ja, wo geht's denn hin? Schauen wir mal oben auf die Tafel. Schaut mal, da kann man sogar erkennen, wohin es gehen könnte. Aha, Donkey Kong Jungle und ein paar andere Orte. Lass mal genau hingucken. Schwer zu erkennen, man müsste ran zum Cheap Cheap Strand, habe ich noch gelesen. Naja, lass uns einfach mal weiterfahren. Und schauen, was wir hier am Flughafen so entdecken können. Wow, Achtung! Voll gegen die Kisten gefahren. Hier geht es vorbei, unter dem Flugzeug hindurch. Hier kann man sogar in das Flugzeug rein, wenn mir das gelingt. Ah, nicht ganz. Dann vielleicht in der zweiten oder dritten Runde. Wieder vorne einfach mit dem Kugelwilli durchgedüst wird. Ha, aber ich habe meine Turbopilze und kann jetzt nochmal richtig Gas geben. Ich bin auf Platz 9. 3 konnte ich schon abhängen. Oh, jetzt sogar auf Platz 5 und 4. So weit vorne waren die anderen also gar nicht. Ja, alles kein Problem. Ich liebe es, in der Luft einfach mal kreuz und quer zu fliegen. Mal nach links und mal nach rechts. Sehr gut. Und auf dem ersten Platz. Und das, obwohl wir uns am Anfang so viel Zeit gelassen haben. Ja, ja, ich weiß. Das ist die 50er Motorklasse. Da fahren unsere Gegner auch nicht so schnell. Oh, 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 oh. Da kommt Stachelpanzer. Aber der sollte mich nicht mehr erwischen. Ich bin ja nicht mehr auf dem ersten Platz. So, dann fahren wir mal weiter. Wir haben uns genug umgesehen. Hier, schaut mal, da gibt es auch interessante Fahrzeuge. Fahrzeuge, die die Flugzeuge schnell von A nach B bringen. Ja, ich meine, so ein Flugzeug kann auch fahren, aber ist hauptsächlich natürlich dafür konzipiert, um zu fliegen. Achtung, und jetzt bin ich da oben, aber durchs Flugzeug. Los geht's! Ach, schon wieder. Oh, Menno! Yoshi, was ist denn los? Mensch, das müssen wir uns aber echt mal anstrengen. Wow, volle Kanne in Bowsers Piranha-Pflanze reingefahren. Na, dem werde ich zeigen, wer hier der Chef im Ring ist. Oder der Chef auf der Strecke. Ey, Mario, das war meine Münze. Naja, gut. Wäre nicht so schlimm. Ich habe ja schon 10 Münzen. Aber die Münzen sind ja nicht nur dazu da. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Um schnell zu fahren. Man kann ja maximal 10 haben. Habe ich euch schon mal erklärt. Sondern man sammelt Münzen ja auch, um Fahrzeugteile dann freizuschalten. Beispielsweise dann... Ja, das Fahrzeug an sich, die Reifen, die kann man freischalten und auch den Gleiter. Autsch, ich stecke hier fest. Ja, ja, okay, okay, alles wieder in Butter. Jetzt volle Kraft voraus. Platz 5. Letzte Runde, ich muss mich ein kleines bisschen anstrengen. Aber ich bin auch relativ weit vorne. Da vorne ist schon Melinda aus Animal Crossing und die kriegt erstmal, ey, stehen geblieben. Ich krieg hier erstmal meinen Grill zu spüren, meine Feuerfrikadellen. Nein, Feuerbälle natürlich. So, jetzt einmal hier rum. Und da vorne ist Donkey Kong. Jetzt geht es aber einmal durch das Flugzeug. Yeah, wie cool. Ja, so spektakulär ist das auch nicht. Das stimmt. Wir sind da schnell durchgeflogen, aber das einmal zu sehen, warum denn eigentlich nicht? Oh, 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 oh. Ich muss mich anstrengen. Die anderen, die meinen es nicht gut mit mir. Die wollen mir zeigen, dass ich wahrscheinlich zu viel Unfug gemacht habe und mich jetzt alle überholen werden. Aber so weit lasse ich es nicht kommen. Ich bin unterwegs. Ich habe eine Bombe, ich habe eine Münze und ich falle erstmal herunter. Jetzt Gas geben, Yoshi! Oh, hoffentlich haben die nichts mehr, sonst habe ich ein kleines Problem. So, die Münzen waren, glaube ich, wichtig für die Geschwindigkeit und da vorne ist das Ziel. Und das sieht gut aus. Da kam sie gerade erst in die Kurve und damit auch erst in die Flughalle. Piu, erstes Rennen, das hat gut funktioniert.
Weiter geht es im Sternkap mit der Delfinlagune. Hier gibt es auch einen riesigen Aal. Oder ist das ein Zitteraal? Naja, auf jeden Fall ein Aal, eine Fischart. Und wir dürfen gespannt sein, was dieses Level so zu bieten hat und welche Abkürzungen es hier und da vielleicht mal gibt. Schauen wir doch mal. Also die Toadies, die sind hier mit ihren Schwimmbrillen unterwegs. Mit ihren Schnorcheln. Was ich nicht ganz verstehe, wenn sie mit ihrer Schnorchelausrüstung hier im Wasser sind, da sie ja oberhalb des Wassers sein müssen, um Luft einatmen zu können. Das können sie ja damit dann eigentlich nicht. Sie bräuchten dann entweder eine Sauerstoffflasche oder aber sie tauchen immer wieder auf. Naja, egal. Genug überlegt, wir schauen uns die Toadies nachher nochmal genau an. Jetzt haben wir verschiedene Richtungen, die wir einschlagen können, wie hier zum Beispiel. Ganz rechts können wir hier durch diesen, naja, ich sag mal, durch diesen Tunnel. Und dann letztendlich auf, auf dem Zitteraal zu fahren, ja? Das zeige ich euch dann in der zweiten Runde. Ich wurde irgendwo abgeschossen. Und dadurch habe ich an Geschwindigkeit verloren. Und zack, wieder raus. So, jetzt hier nach oben. Wobei an der lieben Melinda. Doppel-Item habe ich leider nicht geschafft. Ah, jetzt einmal kreuz und quer mit dem Gleiter. Yes. Schaut mal, hier kann man auch abkürzen. Bestenfalls, wenn man einen Turbopilz hat. Ich glaube, in der 200er Motorklasse kann man auch so drüber heizen. Aber hier, schaut mal. Seht ihr das? Ein Toady mit einem Schnorchel. Und wie soll der atmen? Der muss ja wirklich immer hochschwimmen. Weil das kommt ja alles durch die Röhre. Und somit atmet er Wasser ein, was nicht funktioniert. Er schluckt Wasser wohl eher. Naja, nichtsdestotrotz geht es jetzt weiter mit unserem Yoshi. So, wo müssen wir jetzt hin? Ich will euch jetzt einen anderen Pfad zeigen, einen anderen Weg. Es gibt nämlich drei verschiedene Wege. Und zwar, wir sind vorhin ganz rechts gefahren, jetzt hier. Ja, da braucht man aber einen Turbopilz, ihr habt es gesehen. Da kann man auch die zweite Röhre nehmen. Und hier, diesmal hat es funktioniert, auf dem Aal. Ja, wunderbar. Ey, Vorsicht, Link. Entschuldigung, ich wollte dich nicht runterschubsen, sofern ich das getan haben sollte. Jetzt. Und das war auch gleich Runde 2. Irgendwie eine schöne große. Und vom Gefühl her schon fast eine sehr kurze Strecke. Oder täusche ich mich da? Oder aber ich bin so in meinem Monolog, was ich euch hier alles zeigen und erklären möchte, dass ich das gar nicht merke. So, jetzt habe ich Donkey Kong doch noch erwischt. Und wäre das die letzte Runde gewesen, wäre das auch sehr spektakulär, denn ich wäre ganz knapp noch ins Ziel und das als Erstplatzierter. So, jetzt zeige ich euch noch den linken Weg. Ich glaube, das ist so der sicherste und wird von den meisten favorisiert. Behaupte ich mal vorsichtig. So, den schauen wir uns jetzt mal genauer an, meine lieben Freunde. Und zwar ist der hier. Man kann sogar, glaube ich, auch die lilafarbene Röhre nehmen. Aber hier, zack, über die grüne sind wir auf der anderen Seite. Ja, man müsste nochmal die lilafarbene testen. So gelb und lila auf der linken Seite. Aber ja, eine Variante habt ihr jetzt gesehen. Und jetzt muss ich aufpassen. Ja, wir sind in der letzten Kurve oder in der vorletzten streng genommen. Dann müssen wir noch über den Wasserstrom gleiten. Der ist echt stark. Und dann geht es nach links in die letzte Kurve. Und da soll ich aufpassen. Ich hoffe, dass mich die Banane ein bisschen schützen kann. Falls jetzt viele Angriffe auf mich kommen. Also nicht viele Angriffe, sondern viele rote Panzer beispielsweise. Damit ich so nicht attackiert werden kann, habe ich die Banane gebraucht. Aber ihr habt gesehen, es hat funktioniert. Nächstes Rennen. Sterncup im Discodrom. Ist das nicht cool? Wir fahren durch eine Diskothek. Hier ist es wichtig, einfach mal ausgelassen zu feiern. Und wisst ihr, wie wir hier in Mario Kart 8 Deluxe feiern? Ganz einfach, indem wir ein richtig tolles und spannendes Wettrennen veranstalten. Und wie ihr sehen könnt, hier sind alle am Tanzen und am Feiern. Piranha-Pflanzen, die zur Musik wippen. Ja, Headbang nennt man das. Oder aber auch die Toadies und Koopas habe ich, glaube ich, auch schon gesehen.
Wir müssen uns mal genauer ansehen. Und wir haben hier sogar Glitzerboden. Den schauen wir uns nachher noch wahrscheinlich in der letzten Kurve genauer an. Ich kann dann euch aber hier noch mal ein bisschen ansatzweise zeigen. Sieht ganz cool aus. Hier ein großer Bildschirm, auf dem man viele Shy Guys und Koopas sieht, die einfach Spaß haben und ausgelassen tanzen. Erinnert mich ein wenig an Paper Mario The Origami King, als man in der Pyramide eine kleine Feier veranstaltet hat. Aber ich möchte nicht zu viel verraten für all diejenigen unter euch, die diese Videoserie noch nicht gesehen haben, beziehungsweise das Spiel selber mal spielen möchten. So, wir nehmen mal den grünen Pfad. In der nächsten Runde versuchen wir mal den anderen Pfad. Und dann geht's los! Oh, Bowser hat das Glück gehabt. Komm, 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 jetzt aber! Bin ich fies. Immer stehen bleiben, rückwärts fahren und dann nochmal treffen. Das habe ich damals so gerne gemacht. Ja, und da kann man an dieser Stelle auch nur nochmal betonen, wie schön es ist, in der 50er Motorklasse zu fahren. Nicht nur sind unsere Gegner nicht so stark und schnell, sondern man kann wirklich mal verschiedene Wege ausprobieren. Verschiedene Abkürzungen testen. Welche funktioniert am besten? Mit welcher kommt man am besten voran? Oder mit welcher kommt man am besten zurecht? Und schaut mal hier, die Headbang-Pflanze. Die kann man jetzt gar nicht beeinflussen mit dem Stern. Ach doch, schaut mal, dann springt sie zumindest kurz. Sehr lustig. Wow, doch noch erwischt. Okay, Moment, die Münze nehme ich noch mit. Und dann haben wir so einiges auf dieser Strecke schon erkunden können. Hier, da wird auch gefeiert. Hey! Ich kann leider nicht mitfeiern. Lakitu schickt mich dann wieder schnell zur Strecke zurück. Und Achtung, einmal über den Glitzerboden. Was genau ist das hier? Sind das vielleicht einfach Pailletten? Oder so Glitzersteinchen, Dekosteine, die gibt es ja auch. Also irgendetwas in diese Richtung wird das schon sein. Davon gehe ich jetzt mal stark aus. So, jetzt wieder volle Kraft voraus und wir nehmen den rosafarbenen Weg. Mal sehen, wo wir jetzt hier rauskommen werden. Achtung, die Pylone, die sind auch im Weg. Ah, fast gegen die Banane oder auf die Banane gefahren. Oh, jetzt hier die Münzen einsammeln und irgendein Hallodri fährt hinter mir her. Jo, gleich nochmal ein Doppel-Item bekommen. Was gibt's hier Schönes? Auf dieser Klavierstufe. Und jo, das ist eher ein Keyboard gewesen, so vom Klang. Und jetzt einfach hier quer durch. Das lohnt sich mit einem Turbo-Pilz. Oh, der arme Donkey Kong. Den habe ich hier mit dem Stern schön mitgenommen. Und Jody in der Luft sogar noch. Ja, Halleluja. Hier geht's rund zur Sache. Und die letzte Runde ist angebrochen. Ich muss mich wieder ein wenig anstrengen. Ja, das sollte ich nicht nur jetzt, sondern generell. Nein, 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 nein. Oh, Mensch. Hätte das sein müssen? Okay. Nur nicht verzagen. Gas geben, Yoshi. Ich nehme wieder den grünen Pfad. Der passt zu Yoshi einfach am besten. Grün und grün. Ton in Ton. So, soll ich die Banane lieber einsetzen oder als Schutzschild verwenden? Ja, das ist die Frage. Ich setze sie mal ein, weil ich jetzt wieder was Neues bekomme. Und nur Münzen. Oh, hoffentlich. Oh nein, 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 da kommt was. Nein, bitte. Oh nee. Yoshi, bitte fahr. Jetzt wird's eine knappe Kiste. Oh, da kommt noch was. Oh, 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 oh. Ich glaube, ich habe zu viel mit den anderen gespielt. Nochmal mal. Nein. Bitte, Yoshi. Yoshi, du kannst doch gewinnen. Du kannst doch gewinnen. Yoshi, da. Ich glaube es ja nicht. Ich glaube es ja nicht. Ich nehme alles zurück. Früher oder später musste das ja passieren. Ich habe euch das bereits in Folge 1 oder 2 gesagt. Man kann Unfug treiben. Man kann etwas für Chaos sorgen. So wie ich. Ich fahre in der 50er Motorklasse nicht richtig. Ja, ich bin so ein kleiner Schludri. Aber in dem Fall habe ich ein bisschen zu viel geschludert, denn ich wurde überholt. Ich wurde überholt. Und kann somit keine 3 Sterne mehr bekommen. Aber das ist schon okay. Denn ich möchte nicht immer perfekt spielen, sondern ja, ich spiele einfach drauf los. Und das Ergebnis, das ich erreiche, das wird dann das Video für euch sein. Egal, auf welchem Platz ich lande, egal, welchen Pokal ich bekomme. Aber der Goldpokal, das ist schon so mein Anspruch, sage ich mal. Hey, hey, hallo. Ich habe mir gerade diese wunderschöne Schneelandschaft angeschaut. Schaut mal, wie toll das ist. Wir sind hier in den Bergen. Wart ihr schon mal irgendwo in den Bergen? Zum Beispiel
in Bayern auf der Zugspitze. Wunderschön. Es ist wunderschön. Ich war da mal und habe den Ausblick sehr genossen. Man kann da Schlitten fahren, man kann da Ski fahren. Einfach wunderbar. Und vor allem, wenn die Sonne scheint. Es ist zwar hell und man bräuchte vielleicht auch eine Sonnencreme, ja, man mag es kaum glauben. Es ist Winter, überall liegt Schnee und man braucht eine Sonnencreme, aber ja. Weil Schnee so hell ist, Schnee ist weiß von der Farbe, reflektiert das sehr, sehr einfach und scheint unter anderem ins Gesicht oder scheint auf die Haut, deswegen man auch schnell braun wird oder man auch dadurch schnell Sonne abbekommt. Also man könnte schon fast sagen, gerade wenn man vom Schnee umgeben ist und ein strahlend blauer Himmel ist, mit Sonne dementsprechend, ist man wie in einem Art Natursolarium und sollte sich auf jeden Fall schützen. Zumindest, wenn man länger draußen in der Sonne liegt oder in der Sonne spielt, in der Sonne Sport macht. Man denke da nur an Snowboardfahren, Skifahren, ans Rodeln, also Schlittenfahren. Naja, okay. Ja, was gibt es Besonderes zu dieser Strecke zu sagen? Die Besonderheit ist hier, dass es keinen Kreislauf gibt. Also es gibt keine drei Runden, dass wir Bereiche nochmal sehen, sondern wir fahren eine Strecke einfach komplett den Berg runter. Und sobald wir unten sind, ist das Spiel oder ist diese Strecke auch schon vorbei. Das ist so ein bisschen das Spannende hierbei. So, Achtung. Aber es ist definitiv eine sehr, sehr schöne Strecke, wie ich finde. Gerade hier der Abschnitt im Wald ist wunderbar, einfach herrlich. Ach ja, schön. Und jetzt geht es schon fast an das Ende der Strecke, denn hier beginnt, ihr seht es, Runde 3 von 3, die letzte Runde. Jetzt geht es nur noch bergab. Als würdet ihr Skifahren, als würdet ihr auf einem Snowboard hier runterdüsen. Und links und rechts gibt es die Toadies, die applaudieren, aber auch Yoshis und Shy Guys. Hier und da vielleicht sogar ein paar Koopas. Und jetzt nochmal. Achtung, ein paar Hügelchen. Scharfe Linkskurve. Guck gleich mal, aber ich glaube, ich habe einen guten Abstand. Und hier seht ihr es schon. Und da unten warten schon alle. Alle Fans. Die nicht nur auf Yoshi, sondern auch auf Melinda, Bowser, Link. Die Bewohnerin aus Animal Crossing. Sie alle warten auf uns. Ach, schön. Und Achtung, da kommt ein Stachelpanzer. Aber das sollte ganz gut für mich aussehen. Die anderen fahren gerade noch den Berg herunter. Und zack. Ich fahre mal ganz frech rückwärts in das Ziel. Boah, wie schön. Ich mag die Strecke. Ich mag die Strecke wirklich sehr. Aber schade, dass ich vorhin im Diskodrom nicht Erster geworden bin. Naja, aber wie gesagt, sowas passiert eben, wenn man nicht richtig fährt. Das ist also voll und ganz meine eigene Schuld. Schauen wir uns mal die Highlights von Yoshi an. Die sehen doch fantastisch aus, wie er hier in der Kurve driftet und hier mit seinen Feuerbällen Bowser und Mario attackiert, aber auch Melinda. Und so sorgt er dafür, dass er zumindest auf der Strecke am Sonnenflughafen noch den ersten Platz machen konnte. Sehr gut gemacht, Yoshi. Und hier ist unser wunderschöner Sternenpokal. Doch wie wird es weitergehen? Bleibt katztastisch!